Yes! Yes, jetzt kann nichts mehr angreifen. Jetzt kann nichts mehr angreifen. Genießt die Show, Leute. Das wird ewig dauern. Alright, right, right, Leute, willkommen zurück zu Clash of Clans. Unsere neue Base wächst und gedeiht. Das sieht bisher schon ziemlich gut aus. Hat mir neue Mauerstücke geholt. Eine neue Chance, die ich jetzt in die Richtung von innen hier mittendrin, mitten in diese fucking Bombe, wo dann der Turm, die Doppelkanone und die normale Kanone ordentlich reinbamsen. Ansonsten habe ich hier noch eine zweite Sprungfalle, die auch in die Nähe reinschießt, aber ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob die wirklich reinläuft. Was ich bisher noch nicht entdeckt habe, ob man hier irgendwie sehen kann, wie die Angriffe des Gegners aussehen, sprich, wenn ich angegriffen werde, was dabei rumkommt. Meine Kaserne wird gleich besser, da können wir ein paar Riesen bauen, aber hier wahrscheinlich im Kampflock, ne? Lass uns mal zum Beispiel diese Wiederholung angucken. Mal gucken, was der Gegner so setzt, beziehungsweise wie er angreift. Okay, von der Seite. Es ist ziemlich tankig, aber gut, dass wir den Bogenturm hier auf vollen Angriff gesetzt haben, oder? Guckt euch das an. Aber die Sprungschanze kommt bisher nicht so wirklich hin zum Zuge, ne? Vielleicht sollten wir da was einbauen, dass sie hier mitten reinfallen. Dann kommen die mitten in die Bombe rein, dann könnte das mehr Damage machen. Im Prinzip bräuchte ich aber auch eine dritte Sprungschanze einfach, um das von da nach da zu machen. Ob diese hier jemals benutzt wird oder die, weiß ich nicht. Lass uns die hier mal drehen. Vielleicht ist es sinnvoll. Sieht irgendwie sinnvoller aus, ne? Gleicher Landepunkt. Die Gegner werden da volle Kanne reinfliegen. Die Mauer können wir vielleicht... Ne, können wir nicht. Den Stein, der Stein muss weg. Der kostet aber verdammt viel. Verdammt viel. Wenn man hier noch ein bisschen Free-to-Play unterwegs ist, hat man noch nicht so viel Kohle. Wir können gleich noch einen Angriff machen und uns die Kohle holen. Aber erstmal will ich einen Riesen haben. So, aber der Riese muss irgendwas ersetzen von mir. Die Barbaren oder die Bogenschützen. Ehrlich gesagt... Ja, das ist komisch. Im normalen Clash of Clans kann man ja einen Mix aus allen möglichen machen. Hier muss man so ein bisschen darauf achten, was man sich für Einheiten nimmt. Und ich hätte angreifen sollen, bevor ich das hier ausgebildet hätte. Stan, du Vollidiot. Hätte ich einfach einmal angreifen sollen, hätte ich die Barbaren schon verbraucht. Aber nein, jetzt muss ich nochmal eine Minute warten. Wer hat denn schon eine Minute, Leute? Wer hat die schon? Okay, wenn wir jetzt ein paar Mal angreifen, können wir auf jeden Fall die Kanone verbessern. 5 Minuten. Die Doppelkanone wird ein bisschen zu teuer. Bogenschutztürm auch. Das könnten wir vielleicht auch verbessern. Ich bräuchte einen zweiten Bauarbeiter. Zweiter Bauarbeiter wäre nicht schlecht. Ansonsten sieht es gut aus. Das Update kommt ja bei euch genauso phänomenal wie bei mir. Ich glaube, jeder ist ein bisschen Hype drauf. Einfach eine neue Basis, neues Glück. Ich meine, die YouTuber, die richten das, die Klicks und das Geld. Und die Spieler, die freuen sich einfach über neuen Content. Da freuen sich beide Seiten, oder? Kommt, Leute, kommt. Seid doch ehrlich, seid doch ehrlich. Warum spielt denn jeder YouTuber jetzt auf einmal wieder Clash of Clans? Weil die A, Bock drauf sind. Zweitens, weil das total am Hypen ist. Und drittens, es ordentlich Views bringt. Ja, das dritte ist, glaube ich, am wichtigsten von allen. Braucht mir keiner was vorzumachen. Natürlich hat jeder Bock drauf. Alright. 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 Hier könnte eine Sprungschanze sein. Hier in der Mitte, ihr seht ja meine Maus leider nicht. Hier in der Mitte könnte eine Sprungschanze sein. Da oben nicht. Da oben nicht. Dann könnten wir sofort an die Doppelkanone... aber vor der Doppelkanone könnte vielleicht was sein, aber ich probiere es einfach aus. Zack, zack. Ja, so viel zur Sprungschanze. Ah, nee, nicht erst auf die, das Ding da. Nicht erst auf das Ding da. Come on, ihr müsst den Bogenschützturm kaputt machen. Bogenschützen, ihr seid lame. Den müsst ihr im Turm da angreifen. Danke, danke. So, macht die Doppelkanone fertig. Das ist das stärkste Ding überhaupt. Ever. Ever, ever. Okay, die eine Kanone wird uns wegrotzen, aber wir sollten mehr als 70% holen. Wenn wir jetzt noch das Rathaus killen. Bloms. Knapp. 60%. Yeah. Die sind noch ein bisschen aus der Range rausgelaufen. Wir kriegen jetzt noch das Ding da kaputt. Alright. Mehr sollte es aber auch nicht sein. Der Turm wird uns kaputt machen, sobald wir auch nur in die Nähe kaputt kommen. Ne? Bloms. 70%. Sehr schön. Alright. Sollte auf jeden Fall ein Win sein, oder? Ach, hör auf. Ach, hör auf. Warte. Wie ist er durchgekommen? Wo ist meine Schwachstelle? Wo ist meine Schwachstelle? Eigentlich ist es gar nicht so schwach. So, das hat getankt. Die Bogenschützen haben alles. Zack. Okay. What? Der Riese ist gestorben und hat dann... Sein Geist hat die Bombe ausgelöst. Ja, kein Wunder, dass das 100% sind. Fuck. Okay, die Theorie ist okay. Die Theorie ist okay. Die kommen hier rum und fliegen dann rein. Tankt ein bisschen alles, ne? Es tankt ein bisschen. Okay, lass uns schon mal die Kanone... Ne, können wir nicht verbessern. Ich muss noch einmal gewinnen. Ich wollte schon die Kanone verbessern. Einfach, dass wir diese Zeit hier nutzen. Um anzugreifen, brauchst du eine komplette Armee. Noch 17 Sekunden. Come on. Schneller. Schneller. Dafür habe ich keine Zeit. Das ist das Doofe an Clash of Clans Aufnahmen, finde ich. Man muss immer diese Time Gates hier abwarten. Bis alles ein bisschen fertig ist. Das verzögert das Ganze. Ich meine, ich kann noch so viel reden, aber...
Wenn man gerade 4 Sekunden auf einen verdammten Giant warten muss, dann dauert das. Okay, geht doch. Alright, alright. Okay, die Base sieht ja schnucklig aus. Die sieht echt schnucklig aus. So. Ja, okay, das sollte easy sein. Zack. Sprungfalle. Mitten in die Base, nichts Schlimmes. Die Doppelkanone ist schon tot. Ein Giant tankt. Die Bogenschützen machen schon ihr Ding. Alright, so muss es sein. Einer tankt, die andere vernichten. Die Vernichtung ist groß, das wird 100%. Gib mir jetzt das Money. Ich will meine Kanone verbessern auf Level 2. Bessere Defense, besseres alles. Und ich werde immer wieder ein bisschen Gems ausgeben, um mein Gold aufzupushen, solange ich diesen Bonus aufgebraucht habe. Ne? Man kriegt ja diesen Bonus, wenn man ein paar Mal gewinnt und dann kriegt man einen Fett Money. Aber wenn ich den aufgebraucht habe, werde ich Gems ausgeben, um mein Gold aufzufüllen, damit ich nicht ganz so langsam bin. Ich will hier kein Pay-to-Win sein. Das reicht mir schon, dass ich bei Clash of Royale schon Geld ausgebe und dort alles kaufe. Muss nicht sein, oder? Muss nicht sein. Ihr könnt natürlich schreiben, wie ihr das seht, aber ich finde mal, es muss nicht sein, dass wir jetzt hier noch zusätzlich Geld ausgeben für das Spiel. Es funktioniert bisher ganz so okay. Und jetzt auch am Anfang werden die Videos etwas schneller und häufiger rauskommen, einfach weil der Fortschritt schneller ist. Später, wenn es dann wieder dauert, irgendwie 2 Tage eine Kanone zu verbessern oder sonst was, dann wird es natürlich wieder langsamer, dann kann ich nicht so schnell neue Sachen rausbringen. Die Mine habe ich schon auf Level Maximum, nur nebenbei, Elixierpumpe auch. Hier heißt das ja Sammler. Die habe ich schon auf Maximum. So, die Kanone ist am Verbessern. Ist das gut, wenn ich jetzt schon angreife? Ist das gut? So, während wir da 40 Sekunden warten, lass uns mal die normale Base angucken. Hier sammeln wir kurz das Gold an. Oh, ist ja so einiges. Ist ja so einiges. Kriegen wir irgendwas verbessert? Nö. 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 Aber wir kriegen Holzstamm abgebaut. Ja, ist doch was wert, oder? Da dauert es 4 Tage. Seht ihr, das meine ich. Dann dauert es tagelang, bis irgendwas passiert. Dann kann man auch was machen. Drachenbaby ist das einzige Vieh, was sowohl bei Clash Royale, Clash of Clans und Clash of Clans neue Base, oder Clash of, ich nenne es Clash of Clans 2. Man kann es auch Clash of Clans 2017 nennen, wie auch immer man das nennen will. Und Drachenbaby ist die einzige Figur, die in allen 3 Dinger vertreten ist. 1:1 vertreten ist. Alle anderen sind ja mehr oder weniger eine Variation. Zum Beispiel der Riese hier, das ist ja ein Hau drauf Riese. Ist kein normaler Riese. Ist ein Hau drauf Riese. Und wir können angreifen. Hör auf zu schnacken, Stan. Hör auf zu schnacken, wir holen uns einfach neuer Win. Okay, Doppelkanone damit, schneller Bogenturm und schon verbesserter Mauer. Aber auf jeden Fall muss ich hier durch. Auf jeden Fall muss ich erstmal hier durch. So, Tanks. Tanks und Bogis. Bogis, come on. Zack, erstmal eine weg. Ne, 2 weggeschleudert. Der hat die schon geupgradet. Das Wichtigste ist erstmal, dass die. Wow, die haben die Sprungfalle schon. Fiese Falle, okay. Die Sprungfalle killt natürlich den Giant sehr, sehr effektiv. Okay, das wird noch 40%, ne? Shit. Meine Kanone ist gerade. Ach, come on, der Pfeil hat gehittet. Der müsste eigentlich noch kaputt gehen. Schade, nur 40%. Ich hoffe, der Gegner hat wenig. Ne, der wird mehr haben. Der wird mehr haben. Oh, der hat jetzt schon 75%. OP. Verdammt. Ja, die Sprungfalle kann ich mir auch noch zulegen. Da müsste ich auch genug Gold haben. Das kostet 10.000. Können wir uns auch anlegen. Können wir uns auch anlegen. Auf jeden Fall hier, denke ich mal. Und wir sollten auf jeden Fall an unserer Mauer arbeiten. Die Mauer ist noch ein bisschen lame. So, hast du den Angriff durch? Danke. Mit 6 Barbaren hat er das alles weggerotzt, okay. Wieder eine Minute warten. Sollen wir vielleicht die Barbaren nehmen statt die Giants? Bisher, I don't know. Dauert auch eine Minute für den kompletten Satz. Wenn wir dann eine Minute warten, springen wir einfach in den nächsten Fight rein. Das ist das Schöne an dem neuen Clash of Clans, sage ich mal. Man muss nicht warten, beziehungsweise man kann nicht überspringen. Man kann nicht überspringen. Das verleiht dazu, dass die Leute sich immer nur die leichteste Base suchen, die kaputt machen können. Alles andere ist unwichtig. Hauptsache die leichteste Base geht kaputt. So. Päcker, Drachen, Healer, Mages. Vernichtet einfach alles. Ist Päcker schon tot? Ist Päcker schon tot? Nee, Päcker lebt noch. Päcker lebt noch. So. Zack. Alright. Wo ist unser hier König? Ja, wir setzen noch ein paar Magier aus. Zack, ein paar Magier. Und unseren Elite-Barbar, hier König-Barbar. Funst phänomenal. Funst phänomenal. So, hier können wir noch was healen. Glaubens. Die Drachen. Die Drachen. Halt die Drachen. Wo ist mein Wut? Ich habe ein Wut ausgesetzt. Wute endlich mal. Bams. Mages of AIDS. Alter, die sind übel. Zack. Okay, das lief okay, das lief okay. Was haben wir? 43%, wir kriegen noch ein paar Goldlager kaputt. Finde ich gut. Dann können wir vielleicht doch noch was geupgraden. Oh, Päcker lebt immer noch. Päcker OP. So, wir setzen noch einmal Wut. Ist ein bisschen verfrüht, aber egal. Ich will ein paar Barbaren raus haben. Ich will das Ganze beschleunigen.
Ja, da hat doch keiner Zeit, das Ganze hier zu gucken. So, Barbaren machen noch in die Hütten kaputt. Ist okay. Oh, Baulöwe. Ich habe irgendwas bekommen. Ja, also, unsere Kanone ist fertig. Deswegen, Baulöwe. So, macht die restlichen... vernichtet die restlichen Einheiten. Ich bin fertig hier. Ich könnte noch hier die Pumpe absahen. Was heißt könnte? Ich werde die Pumpe da absahen, weil Pekka lebt immer noch. Die Mages vernichten noch alles. Zack, wir kriegen noch ordentlich Pumpe. Okay. Lief doch gut. Lief doch gut. Kommt, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Machen wir ein bisschen schneller. Ich will auf die neue Base. Die alte Base hat keinen Bock. Die Leute wollen die neue Base sehen. Zack, das haben wir auch down. Okay, im Prinzip lief das phänomenal. Nur noch ein Goldlager. Ah, schaue ich das zu? Komm, das eine Gebäude schaue ich noch zu. Ansonsten wird das ewig down. Okay. 88%. Wir haben unser Ding. Wir haben 300.000 Gold bekommen mit einem einzigen Raid. Krieg noch ein Achievement. Union Buster. Whatever. What auch ever. So, zurück zur neuen Base. Zurück zur neuen Base. All about my base. About my base. 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 So, Angriff. Ich will Money haben. Ich brauche Fat Money. Okay. Die Basen werden auf jeden Fall kompliziert. Die Basen werden kompliziert. So, die Kanone wird auf jeden Fall auch alles angreifen können. Rathaus bringt uns nichts. Es geht ja hier wirklich jetzt um Prozente, ne? Und nicht um Rathaus. Das heißt, wir müssen an diese Verteidigung dran. Und dieser Eingang hier, da ist eine Sprungfalle oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall fiese Sachen. So, wir müssen ein bisschen tanken, während die Bogenschützen alles kaputt machen. Zack. So. Barbaren entscheiden sich erstmal, dass auf das Große zu gehen. Die Bogenschützen gehen auf die Doppelkanone, was das Wichtigste ist, dass die erst als erstes kaputt geht. Okay. Aber come on. An der Mauer kommen wir doch nicht durch. Nicht mit den Einheiten. Nicht mit den Einheiten. Die haben das Ding ja nur angekratzt. Die haben das Ding echt nur angekratzt. Ja, ich sollte auf jeden Fall an meiner Mauer arbeiten. 50%, der hat auch 100%. What the fuck? What the fuck, Leute? Ich werde rasiert. Ich werde rasiert. So, Giant, come on. Okay, während wir da warten, bis er fertig ist, lass uns unsere Base ein bisschen umbauen. Wir brauchen mehr bessere Mauer. So rum. Und wir kaufen uns auf jeden Fall noch eine Mauer dazu für 4000. So, das ist Perfect Placement. Bestes Placement, Leute. EU Ost. Okay, so. Das ist ein bisschen schief, aber so. So. Obwohl ich eigentlich mein Setup ganz nice fand, mit der Sprungfalle da die Leute reinzuschleudern. Hatte was, aber hat anscheinend nicht so viel. So, da machen wir die Mauer. Auch sicher. Und, ja, ich würde mal sagen, zack. Da die Prozente wichtig ist, ist es auch wichtig, dass die, glaube ich, so früh wie möglich schießen, oder? Ja, das ist meine Theorie. Das ist meine Theorie, die mir nicht unbedingt aufgeben muss. So, die Sprungfalle auf jeden Fall in die Richtung. Und das Lager packen wir in die Richtung rein. Okay, das heißt, der einzige Einstieg ist jetzt hier durch das Lager und da oben. Da können wir auf jeden Fall eine Mine hinpacken. Vielleicht bringt das was. So, die Mine können wir auch da... Die Stoßfalle bauen wir dahin. Okay, das ist die Theorie. Mal gucken, ob es funktioniert. So, wir versuchen einfach mal die nächste Base zu raiden. Da haben wir eine Kanone. Das sieht verdächtig aus zwischen dem Baum da. Zwischen dem Baum und der Kanone da. Das sieht mega verdächtig aus. Da ist sowas. Da wette ich mit euch. Ah, kann ich jetzt schon Truppen wechseln? Okay. Ich dachte, das kann man nur außerhalb der Base machen. Okay. Gut zu wissen, neues Feature entdeckt. Das Spiel steckt voller Geheimnisse. Die Golems werden ja... Golems, die Riesen werden ja hier durchgehen, ne? Ne. Und lass uns erstmal... okay, dahin. Zack. Okay, doch keine Falle. Doch keine Falle. Ich dachte, da wäre eine Falle. Okay, erste Kanone down, zack, Riese. Ah, Sprungfalle nur. Noch eine Sprungfalle. Bisschen flummi, aber egal. Aber egal. Okay, die Bogenschützen haben sich sehr gespreadet. Die schießen irgendwie auf alles, aber nicht auf alles gleichzeitig. Und das macht das Ganze sehr langsam, während der Giant das Ganze tankt. Aber es reicht. 100%, geht doch. Geht doch. Solange die Gegner noch keine Sprungfallen haben, ist das alles okay. Dann verliere ich meine Giants nicht so schnell. Zack. Come on, kaputt. Und man verliert jetzt auch kein Gold mehr, ne, durch die, wenn man verliert. Das finde ich auch okay. Man verliert nur Gems. Ach, Gems. Trophäen, und wir kriegen ordentlichen Batzen, ne. Das nenne ich mal Batzen. Der hatte nur 12, wo hast du so 12 Barbaren? Achso, zwei Lager, 2x Barbaren, ne. Versteh schon. Alright. Unsere Kanone ist ja jetzt schon verbessert, finde ich gut. Wir können auf jeden Fall noch eine Sprungfalle bauen, die ich auf jeden Fall mache.
Die Frage ist nur, wohin? Die Frage ist nur, wohin? Ich glaube, einmal da. Und einmal da. Okay. Keine Ahnung, ob das die beste Wahl war, aber sieht bisher ganz okay. Beziehungsweise es macht irgendwo Sinn. So, für 25.000 können wir auf jeden Fall die Bauarbeiterkaserne nochmal verbessern. Neue Einheiten. Der Rest kostet Gold und davon nicht wenig. Truppenausbildung, während die Kaserne verbessert wird. Ach, hör auf. Ach, hör auf. Nee. 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 Das war ein dummer Move. Bringt alles nichts. Ich muss das Ding jammen. Sonst dauert das viel zu lange, als dass ich da irgendwas kriege. So, dadurch müsste ich die Mutantenlakaien haben. Und ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass das wohl eine ziemlich starke Combo ist. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Und auch jemand in den Kommentaren hat geschrieben, ich soll die Barbarenstatue hier übrig lassen. Warum nicht? Kostet immerhin 200.000 Gold. Außer der Platz wird richtig eng. Und es soll einen Trick geben, dass man das Gras hier wegmachen kann. Das ist schön. Das ist schön. Aber mit der Sprungfalle hier durchgehen wir durch das Gras und schon ist es weg. Nice Ding. Nice Ding. Kostet immerhin 50 pro Grasfeld, ne? Hier habt ihr schon die ersten Insider-Tipps. Danke auf jeden Fall für eure Tipps. Finde ich nice. So, die kleinen Lakaien. Die sind radioaktiv, die leuchten im Dunkeln. So, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis das fertig ist. Werden wir da warten? Noch eine Mauer, noch eine Mauer. Unsere Base ist weak, die ist schwach und zerbrechlich. Deswegen brauchen wir mal Mauer, damit das alles fest ist wie sonst was. Okay, dazwischen ist die Mine, die unsichtbare Mine, das ist auch schön, ne? Ich sehe die ja kaum, aber wenn der Gegner angreift, wird die ja noch sehr weniger sehen, die Lücke. Ob das was bringt, weiß ich nicht, weil so kommen die direkt ja dran. Aber hey, da ist noch ein Stiegspunkt durch den Baum. Den müsste ich, komm, Baum auch weg. Dann haben wir da, können wir da die Lücke schließen? Ja, können wir. Oder können wir nicht? Können wir nicht, ne? Können wir nicht. Können wir nicht. Das passt nicht so ganz. Es passt nicht so ganz. Da ist noch eine Lücke. So, bauen wir eine Sprungfalle ran. Ha! Hackt. Ich müsste die Elixierpumpe bewegen, damit das der Platz wird. Alright. Wir haben ja genug Einheiten für den nächsten Push. Oh, wir haben schon unser Siegesbonus aufgebraucht. Okay. Aber lass uns mal auf jeden Fall die Kombination testen, ob die Leute recht hatten. Hat er keine doppelte Kanone? Doch, da. Da ist er. Da ist er. So, zack, zack. Sprungfalle. Solange es keine Dings ist. So, die Luckys haben sich erstmal entschieden, das Ding kaputt zu machen. Die rotzen ansonsten immer noch mit gleichen Bällchen. Okay, die entscheiden sich erstmal, das Forschungsding anzugreifen. Ich glaube, die Mutantenlakaien können nur vom Bogenturm angegriffen werden, ne? Aber ich vermute mal, die sind zerbrechlich. Obwohl, geht. Das geht, oder? Aber ich hole trotzdem keine krassen Prozente. Der Bogenturm muss kaputt gehen. Zack, 50. Oh, nee, schade. Ich dachte außer Range. Okay, das Match ist vorbei. Zack. Okay, 50%. Ich hoffe, der Gegner hat deutlich weniger. Sieg! Der Gegner hat nur 30. Sehr schön. Meine Base behauptet sich langsam. Aber wir kriegen keinen Bonus mehr für das Gold. Okay. Wir können natürlich Gems ausgeben, um das Ganze aufzuladen. Dann kriegen wir schon gleich 80.000. Wird das Ganze beschleunigen, machen wir jetzt erstmal für einen Anfang. Später wird das ja teurer. Holy shit. Holy shit. Okay, das ist voll. Was verbessern wir dadurch? Bogenschutztürm dauert 50, Türm vor allen Dingen. Oder wir bauen einfach eine neue Verteidigungsgebäude, ne? So ein Tesla-Turm hier für 50.000 wäre auch nicht schlecht, ist auch schnieke. Und ja, komm, neues Gebäude schadet nie, mehr Defense einfach. Kostet satte 50.000, muss ich so oder so bauen. Komme ich nicht drum rum. Ihr müsst die Gebäude bauen, um in die nächste Stufe aufsteigen zu können. Von daher bringt es nichts. Irgendwann müsst ihr bauen. In welcher Reihenfolge ist eigentlich, das ist egal. Alright. Unser Gebäude baut 30 Minuten, unsere Einheiten pumpen, pumpen, pumpen. Wir sind schon bei fast bei 400 Trophäen, finde ich auch gut. Wir haben jetzt mehr als 50.000 Gold. Unser erster Push sozusagen hat bisher ganz gut funktioniert. Das ist auch auf Maximum, sprich, das können wir nicht verbessern. Wir können nur noch ein paar Verteidigungsgebäude verbessern und die Sprungfallen vor allen Dingen. Ne, nicht mal die hier. Für 5 Minuten. Und ich bräuchte einen zweiten Bauarbeiter. Bisher habe ich nicht gesehen, dass man wirklich einen zweiten Bauarbeiter kriegen kann, oder? Ich habe bisher keinen einzigen gesehen. Hier kann man Ressourcen ganz normal, aber einen zweiten Bauarbeiter ist bisher nirgends zu sehen. Und das ist das teuerste von allen, 180.000, das muss man auch erstmal zusammenkratzen. Bauarbeiter aber tütü. Okay, Einheiten sind ready und wir sind ready. Auch wenn wir keinen Bonus kriegen, lass uns einfach Trophäen pushen. Okay, der baut irgendwas. Blenderfleck und der hat schon die Luftabwehr, okay. Gegen Lakaien, Marvin in Black, verdammt. Okay. Ich könnte den Giant aussetzen, aber ich habe das Gefühl, der Giant geht dann auf den Turm.
Zack. Okay. Egal, muss sein, muss sein. Come on, mach die Defense kaputt. Yes, yes, jetzt kann nichts mehr angreifen. Jetzt kann nichts mehr angreifen. Genießt die Show, Leute. Das wird ewig dauern. Schafft ihr es in 3 Minuten, die ganze Base kaputt zu machen, ihr 2 Luckys? Holy shit. Das wird dauern. Aber es könnte ein sure win sein. Könnte ein sure win sein, weil, wie gesagt, die 2 können jetzt nicht mehr angegriffen werden. Die können alles angreifen und das ist eigentlich eine Zeitfrage. Das waren die spannendsten 3 Minuten meines Lebens. Aber wir haben die Base kaputt. 100%. Nur noch das Lager da. Kacheng. Die 2 Lakaien haben es gerissen. Klar sind die Lakaien etwas stärker, gerade zu Anfang, weil es nur ein einziges Gebäude gibt, was in die Luft schießt. Auch seine. Lass uns mal die Wiederholung angucken, um Schwachstellen auf unserer Base anzugucken. Wo hast du ausgesetzt? Okay, da hinten erstmal die Lager. Kommt alles nicht dran, jetzt aber, ne? Jetzt aber gut. Selbst die Kanone ist in Range. Selbst die Kanone ist in Range. Zack, zack. Oh, die kommen durch die Lücke! Ach, hör auf. Aber doch, getroffen hat es. Zack, nochmal 2 in die Sprungfalle. Oh, die Sprungfalle hat super funktioniert. Okay, das Rathaus leidet darunter. Das geht noch kaputt. Könnte noch ein bisschen Optimierungsbedarf erhalten, aber es sieht bisher ganz okay aus. Die Sprungfalle hat gut funktioniert und die Bombe hat ganz gut funktioniert. Finde ich nice. Alright, alright. Finde ich bisher alles super, wie das hier läuft. Die Sprungfalle haben wir bisher noch nicht in Einsatz gesehen. Das war von der Range zu klein, das auch. Die haben das Ding angegriffen. Kann ich jetzt erstmal nicht ändern, aber ich glaube, die Position ist ganz okay. Sacken uns noch unser Achievement ab und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst einen Daumen hoch für einfach mehr Clash of Clans, neue Base, Clash of Clans 2, 2017, wie auch immer ihr das nennen wollt. Dass wir das weiter pushen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mehr Flosse. Flop!